Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Ich bin der Jens und das ist das Bose Soundwerk Companion. Was dieser Lautsprecher kann, für wen sich das Ding lohnt und vor allem, was ich davon halte, möchte ich euch heute zeigen. Viele wissen es wahrscheinlich, ich liebe meine Bose QC35. Und es ist wohl mit das Schlimmste als Redakteur, man testet ein Produkt, merkt, dass man es unbedingt braucht und dann muss das Sample auch schon wieder zurückgeschickt werden. Die QC35 hatte ich mir daher damals sofort gekauft, sie passen nämlich perfekt in meinen Alltag. Nun hat Bose mit dem Soundwerk Companion einen Lautsprecher herausgebracht, der auf den ersten Blick eine Alternative zu Kopfhörern sein soll. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich wohl dasselbe wie ihr, wie alle anderen. Wer braucht das? Wer soll das nutzen? Und warum? Und wahrscheinlich genau deshalb hat uns Bose auch direkt gefragt, ob ich mir den Soundwerk Companion einmal genauer im Video anschauen könnte. Gesagt, getan. Wenn es um die Basics geht, punktet Bose im gewohnten Bereich. Der Bass ist ordentlich und profitiert von zwei 11 Zoll Waveguides. Dazu kommen ausreichend Höhen. Das Ergebnis ist ein toller Sound, wenn man nicht gerade die komplette Bandbreite des Heavy Metals abgedeckt haben möchte. Für die Bedienung findet ihr rechts neben den Laut- und Leise-Button einen separaten Knopf, mit dem ihr den Google Assistant bzw. Siri nutzen oder auch Anrufe entgegennehmen könnt, wenn der Lautsprecher mit dem Smartphone gekoppelt ist. Auf der linken Seite lässt sich der Nackenlautsprecher ein- und ausschalten oder per Bluetooth-Button mit einem neuen Gerät verbinden. Die Buttons melden sich mit einem knackigen Ton, wenn sie betätigt werden. Der Soundwerk Companion ist zudem anpassbar, also der hintere Bereich am Nacken kann entspannt in alle Richtungen gebogen werden. Um den Lautsprecher herum befindet sich außerdem eine Hülle aus Elastan und Leder. Das ist hygienisch, da abwaschbar. Insgesamt kommt der Lautsprecher somit auf ein Gewicht von 266 Gramm. Alles schick, alles toll, aber wofür braucht man dieses Ding denn jetzt? Auf der Bose-Produktseite zeigt man Personen am Computer, beim Kochen, Gassi gehen oder bei der Gartenarbeit. Genauso gut könnte man aber auch die Hausarbeit damit erledigen, dachte ich mir. Also sowas wie Staubsaugen oder die Küche putzen, die Couch richten. So, ich glaube, so sauber war unsere Wohnung noch nie. Währenddessen liegt der Lautsprecher auf meinen Schultern und befeuert mich mit meiner Lieblingsmusik. Laut Hersteller sind mit einer Akkuladung übrigens bis zu 12 Stunden drin. Übrigens ist das anfangs sehr irritierend, wenn die Musik direkt unter dem Ohr liegt. Man gewöhnt sich da aber sehr schnell daran. Außerdem entsteht ein wenig das Gefühl von einem 180-Grad-Raumklang. Aber was bedeutet das alles für das Nutzungsverhalten? Ich denke, der generelle Vorteil ist, dass ich stets die gleiche Soundqualität habe. Also egal, wo ich mich in der Wohnung befinde, ich kann entspannt Podcasts hören, ohne zurückzuspulen oder pausieren zu müssen, wenn ich den Raum verlasse. Ohne teures Multiroom-System in der Wohnung wäre das nicht wirklich machbar. Klar, man könnte auch kleine Lautsprecher von Sonos oder Google in jedem Raum platzieren, aber die können klangtechnisch nicht mithalten. Und anders als bei Noise-Canceling-Kopfhörern kriegt man so auch noch was von seiner Umgebung mit. Außerhalb der Wohnung würde ich den Soundwerk Companion kaum tragen. Zumindest nicht dort, wo ich auch sonst Musik laut hören würde. In einem Park zum Beispiel kann das schon funktionieren, so mich per Nackenlautsprecher beschallen zu lassen. In Bus und U-Bahn dagegen bekämen meine Mitmenschen viel zu viel mit, ob nun Musik oder auch Telefonate. Würde ich also von meinen QC35 auf den Soundwerk Companion wechseln? Na, unterwegs eher nicht. Zu Hause sehe ich aber definitiv einen Vorteil darin, kabellos Musik zu hören, die meine Frisur nicht versaut. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich bei ganz vielen Kopfhörern einfach nicht wegbekomme. Ich habe stets diese berühmte Gamer-Frisur vom Kopfhörerbügel. Wer darauf also Wert legt und nicht mehrere Lautsprecher in der Wohnung verteilt hat, sollte sich den Soundwerk Companion vielleicht nochmal genauer anschauen. Aber ich bin nur eine Person mit einem Alltag. Wie würdet ihr denn diesen ungewöhnlichen Lautsprecher verwenden? Wo wäre er perfekt für euch? Schreibt mir doch mal euren Anwendungsfall unten in die Kommentare rein und mit ein bisschen Glück könnt ihr ein Exemplar davon gewinnen und euch selber einen Eindruck machen. Denn zusammen mit Bose verlosen wir eins davon. Also, viel Erfolg!